Die von einem neuen Virus ausgelöste Lungenkrankheit in China hat inzwischen 26 Menschen das Leben gekostet. Zumeist sind ältere Menschen mit schweren Vorerkrankungen von der Krankheit betroffen. Bei fast 900 Menschen wurde das sogenannte Coronavirus inzwischen nachgewiesen. Um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, wurden nun über 40 Millionen Menschen in der schwer betroffenen Provinz Hubei abgeschottet. Wie die Behörden berichteten, wurden der öffentliche Verkehr mit Bussen oder Fähren sowie der Zugverkehr in andere Orte gestoppt. Davon sind mindestens 11 Städte betroffen. In Wuhan soll außerdem eine Spezialklinik mit Platz für 1000 Betten errichtet werden. Das kündigte die Verwaltung in der Stadt an. Am 3. Februar solle das Krankenhaus dann fertiggestellt sein, hieß es. Auch in anderen Ländern werden entsprechende Maßnahmen ergriffen. Auf dem internationalen Flughafen Narita bei Tokio zum Beispiel durchlaufen Passagiere Körpertemperaturscanner. Vereinzelt wurde das Virus in anderen Ländern wie den USA, Vietnam und Südkorea nachgewiesen. In Europa ist bisher kein Fall bekannt.